Na, ein wenig lecken tut's schon, ne? Nein! Autscha! Das hättest du nicht machen müssen unbedingt. Ach, das hat aber jetzt gemacht. Ist ein gutes Recht. Ja, dann pumpe ich das erstmal voll hier. Na. Gut, soweit, gut, soweit, gut, soweit. Ach, nicht schon das wieder. Ach, komm, ey. Na, zieh dir jetzt etwas ab, ey. Ich würde auch gerne mal dazu kommen, mich zu heilen oder irgendwas zu sehen. Ah, ich muss jetzt erstmal, ich darf auf mein Leben achten. Oder besser gesagt aufs Überleben. So eine brennende Mülltonne hier zu bekämpfen. Ist auch nicht gerade leicht. Vor allem, er ist auch irgendwie schneller geworden. Ich kann nichts machen, außer mich erstmal nur so zu verteidigen. Gut, das wäre jetzt zwar ein Moment gewesen für meinen Counter, aber ich musste das für meine Heilung rausgeben. Ja, er bewegt sich wirklich schneller als vorher. Nur noch 92, der scheint auch mal Rüstung gekriegt zu haben. Also echt, irgendwie ist das unfair hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich habe jetzt zu früh Heilung gedrückt. Verdammt. Was macht man gegen einen Gegner, der immer schneller wird? Auch schneller werden? Was ist das für ein Dümmel? Was für ein Ring, hä? Toll. Okay. Bereit. Was macht man gegen einen Gegner, der immer schneller wird? Frage ich mich, weil wenn ich das Risiko eingehe, auch schneller zu werden, verzichte ich auf eine ganze Ecke Rüstung. Wenn ich auf eine ganze Ecke Rüstung verzichte, dann dringt das Feuer nur noch leichter durch mich hindurch. Und kann ich mir das leisten, durch 1-2 Feuertreffer direkt zu sterben? Ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall erstmal das hier wieder gegen den Ring umtauschen. Ich werde jetzt auch erstmal, wenn ich noch nicht so viel Leben durch das Feuer verlieren würde. Ich komme ja auch während er in Rage ist nicht dazu, das hier einzusetzen. Diese orangene Blüte. Ach ja, ich habe auch schon festgestellt, dass mir das Blitzzeug nicht viel hilft. Kann ich auch wegtun. Ich könnte aber, während er sich in Rage versetzt, die Blüte verwenden. Und dann hätte ich einen gewissen Vorteil ihm gegenüber.
Mal gucken. So. Ich muss echt mal gucken, überlegen. Das könnte nämlich durchaus klappen, was ich mir gerade zurecht denke. Ja, komm. Katsching. Kommst du oder kommst du nicht? Hat dir das gereicht? Ja, das hat dir gereicht. Schön. Und da ist schon der nächste. Bitte anstellen, hätte ich anschreiben sollen, ne? So. Läuft doch schon mal viel besser. Das läuft doch gut soweit. Ja, ja, ja. Jetzt sieht er der da oben, oder was? Eieieiei. Na, kriege ich den schon rein? Jo, reicht doch. Ja, ja. Kann sich nur wieder um eine Minute handeln oder so. Ich glaube, ich spule das vor. So, und in der Zwischenzeit ist auch mein Kaffee alle gegangen. Ja, ein grauenvolles Szenario, ich weiß, aber was soll man da tun, wenn einem Mann den Kaffee ausgeht? Katsching. Nein, jetzt lass ich mich hier noch treffen. Was soll denn das? Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo was finde, was ich gebrauchen könnte. Nicht du, ey. Ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Das habe ich vorhin die ganze Zeit schon nicht gemacht. Vielleicht gibt es ja wirklich irgendwo hier einen Ring. Au. Na? Zelle eines stolzen Ritters, Reparaturpulver. Hey, Reparaturpulver. Nice, nice. Kommst du runter oder muss ich rauf? Put, 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 put. Kommst du runter oder komm? Hm? Probiere ich es halt mal hochzukommen. Hat ein Blitz oder ein magisches Schwert. Mit Blutung. Sau. Gut, gucken wir mal nach. Oh, eine Nachricht. Schatz. Aber bestimmt auch wieder eine Falle dran, ne? Nix. Lebensring, glitzerndes Titanit. Oh, da habe ich ja vor uns drüber gesprochen, dass ich das schon lange nicht mehr hatte. Lebensring. Stellt der schneller wieder mehr TP her? Könnte man doch sich durch den Kopf gehen lassen, sich den an Finger zu stecken. Ja, ich glaube schon auch, dass ich die Balance brauche, um gegen diesen Boss zu halten, wobei er haut mir auch manchmal, ich glaube, entweder komplett die Ausdauer weg oder wegen Balance haut er mich um. Hm, aber hier ist erstmal nichts weiter, oder? Da oben komme ich ja nicht hin. Bestimmt wegen dem Boss noch gesperrt.
Ach, wenn ich in eine Etage runter will, muss ich springen. Verstehe. Gegen den kann ich nicht viel machen. Da komme ich auch nicht hin. Das lohnt sich ja gar nicht. In dem Sinne. Jetzt muss ich mal gucken. Da unten, da, das habe ich ja schon mal geöffnet. Da kam nur Feuer raus. Weil bevor mir die Aufnahme abgeschmiert ist. So kann man das getrost auch erstmal zulassen. So. Jetzt könnte ich mich auch mal in die Mitte fallen lassen. Was war das? Ach, Blutfleck. Nö, nö. Ich könnte mich jetzt, wie gesagt, mal auch mal in die Mitte fallen lassen. Oder hier drüben. Ziel eines normalen Soldaten. Rote Ekelpastillen. Okay, was bringt das? Da komme ich dahin runter. Das bringt aber nichts. Wenn ich jetzt diese Treppen runtergehe. Ich glaube, das ist zum Sterben verdammt, oder? Rotieren. Kann ich das jetzt ausschalten? Und dann da reinkommen? Das klingt irgendwie schon mal nicht gut. Lol. Da ist eine Tür. Was machst du denn? Ach, von hinten kommen. Das sind also heutzutage die Ritter. Die fern, ehrlichen. Die von hinten kommen müssen. Ja. Na, kommst du oder? Ach, komm. Muss ich mal kurz gucken. Kommst jetzt auch von oben? Muss es doch. Au. Oh. Nicht runterfallen. Bitte. Geschafft. Ja, wo, was denn? Womit denn? Bei wem denn? Der letzte Stein brennt auch. Also da gehe ich auch noch gnadenlos drauf. Da muss ich auch erst warten, bis das vorbei ist. Aber hier scheint keine Flammen rauszukommen, oder? Nee, ich hab's ausgekriegt. Schön. Da komme ich auch auf der anderen Seite rein. Aber das ist vorläufig aus. Man sagt aber nicht, dass es nicht wieder angeht, wenn ich drin bin. Ich könnte erstmal hier das komplett senken. Schön. Einfach nur schön. Oha. Vielleicht kriege ich hier eine Glut. Große Titanitscheibe zweimal. Ja, versteinertes Drachenknochen. Was? Wofür sind das versteinerte Drachenknochen? Ist das als Anwendungsitem? Muss irgendwas sein, was ich nicht kenne. Rötliches Wasser. TP und Zaubereinsätze wieder her. Ja. Nö. Versteinerter Drachenknochen. Ich habe keinen Plan. Duftzeug, ja, das ist schon mal gut. Seelengefäß, wofür war das nochmal? Zeigt diese einer bestimmten Person, ja, und, keine Ahnung. Versteinerter Drachenknochen. Ist das vielleicht eine Waffe? Banditenaxt. Steinerter Drachenknochen. Naja, ich glaube, keine Ahnung. Ha! Wird jetzt irgendwie aktuell nicht gefunden. Oh, eine Platte. Okay. Schön und gut. Jetzt habe ich hier eine Anführungszeichen Abkürzung.
Aber was bringt mir das? Jetzt ist hier auch alles aus. Ach, hier war ja noch eine Leiter. Stimmt. Jetzt komme ich ja auch auf die andere Seite. Genau. Mann, Mann, Mann. Ich würde mich da erstmal genau umgucken hier. Auch wieder jemand? Okay, den Bogenschützen habe ich wenigstens weg. Ich komme hier auf die andere Seite hoch. Da ist ja noch eine Leiter. Wann bin ich dämlich, dass ich das erst jetzt mitkriege? What? Er hat das kaputt gemacht, nicht ich. Ich war das nicht. Alter, schon mal der Lebensstein, grüne Blüte. Okay, das ist jetzt nicht so awesome. Okay, dann kann ich das auch vielleicht mit Wurfmessern kaputt machen? Nee. Ich mag irgendwie es nicht kaputt machen, aber ich will irgendwie doch. Aha, okay. Mit meinem... Huch. Mit einem Schwert geht das. Seltsamerweise. Mysterium, Mysterium, Mysterium. Och nö, nicht die schon wieder. Erstmal noch du. Das auch schon mal geklärt. Habe ich noch den Ring? Ja. Ich habe noch den besagten Ring. War ja klar, dass hier auch wieder nur eine Sackgasse ist. Zwei von denen aber vielleicht stärker als vorher. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Ja, ist wahrscheinlich bei dem Boss drin als Abkürzung. Ja klar, du hast auf dem Boden, dann ist alles okay, oder was? Nein. Ich brauche mehr Platz. Au. Wenigstens ist es für mich diesmal nicht so schlimm wie damals. Aber wenigstens kenne ich eure Angriffsmuster noch. Wo ist der andere hin? Weggelaufen? Boah, so viel. Lava. Lava, Lava. Keine Ahnung. Was steht hier? Bewältigung Lava. Ja, ja. Viel. Überall. Davon. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ach, da trifft mich trotzdem, trotz des Schildes. Au, wie er mich wegschleudert. Weil weit zurückgehen kann ich hier leider nicht. Ich muss mich teilweise treffen lassen. Oh nö, sag mir nicht nein. Lässt du mich in Ruhe hier? Au. Stirb endlich. Geht doch. Du hast es verdient. Ich nicht. Huch. Wir gucken uns zuerst mal noch ein wenig hier oben, bevor wir uns weiter mit dem Versuch Rache. Was bringt das jetzt?
Lol. Ja. Lol. Schön. Finde ich toll. Finde ich gut. Öffnen. Aha, was steht hier? Benutzen. Ja, das ist jetzt wohl die Frage. Ich mach's einfach. Ich hab noch einen dabei. Hey, ein geheimer Raum irgendwo. Ach da. Nicht? Aha. Muss man halt noch kaputt hauen, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, da hinten ist auch noch. Oh, endlich mal ein anderes Leuchtfeuer. Schöne Abkürzung, aber ob sie sich lohnt? Oh, what the... Ach, hier ist ja so ein Zwerg. Nein, ich wollte nicht runterklettern, ich wollte die Nachricht lesen. Nachricht lesen. Schwäche... Betäuben, niederstechen, beziehungsweise abwehren. Hm? Undead! Undead! Keep your heads above, Bell! The great bell of thing! The bell belongs to the prince, it do! Stay back or we slice! Slice you to bits! Me and my chums, we shall be miffed! Stay back or your pieces! Tiniest pieces! A long, long, long time ago, the prince he made me, yes, just like so, to guard this bell, princess's honor. Stay away, foul undead, or you'll be a goner. It belongs to the prince, yes it do! Ein klein wenig verrückter Kerl. Jetzt klingelt noch das Telefon. Ich hoffe, ihr hört's nicht.